Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank für Resonanzen. Wir freuen uns immer sehr darüber. Da schreibt uns jemand: Ich höre mir sehr gerne die Sendung Hoffnung um 12 an. Sie gibt mir viel Kraft und Stärke, den Tag positiver zu gestalten. Es ist für mich ein schöner Impuls. Macht weiter so, damit können noch viele Menschen zum Glauben finden. Und das ist unser Wunsch, dass viele Menschen diese Kraft und Stärke von Gott erfahren. Hoffnung um 12, wir wollen auch dich heute ermutigen. Unser Reden soll gut und hilfreich sein. Schick uns einfach dein Gebetsanliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Unser Reden soll gut und hilfreich sein. Da lesen wir in Kolosser 4, Vers 6: Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Gerade so der Schluss ist schwierig. Versucht, für jeden die richtigen Worte zu finden. Aber das ist ein guter Rat, den wir hier in der Bibel finden. Redet mit jedem Menschen freundlich. Ja, ist das so? Dann geht es weiter. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Wie viel reden wir, wo nicht hilfreich ist, wo vielleicht nicht gut ist, wo vielleicht irgendwo richtend ist? Hier steht, soll gut und hilfreich sein, und bemüht euch darum, für jedem die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube, das ist ein großes Übungsfeld. Aber wenn wir das beherrschen, ist das ist ein Riesensegen, dann bist du zum großen Segen. Danke, Herr, dass du jedem das verinnerlichst. Und Herr, danke, dass wir nicht einfach immer nur drauf zureden, was uns so in den Sinn kommt, sondern dass wir wirklich, Herr, freundlich sind. Herr, danke, Herr, dass deine Liebe durch unser Reden hindurch strahlen kann. Und Herr, dass wir auch sinnvolle, hilfreiche Sachen reden, Herr, die den anderen hilft. Ich danke dir dafür. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und folgendes Anliegen erreichte uns: Ich bitte um Gebet für meine Mutter. Es geht ihr sehr schlecht. Sie ist nierentransplantiert. Wir wissen nicht, was sie hat. Sie ist sehr erschöpft. Danke fürs Gebet. Und Jesus, ich danke dir für diese Mutter, dass du sie berührst. Und ich danke dir auch, dass diese Niere richtig funktioniert, dass da nichts ist, was hindert, sondern dass dieses Organ angenommen wird und dass es wirklich gut und richtig funktioniert. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Frau berührst und ihr wieder ganz neue Kraft gibst. Danke, Jesus, dass sie Ermutigung erhält, dass sie Mut hat und Kraft und einfach neue Kraft von dir. Danke, Jesus, dass du sie berührst und dass du sie erfüllst mit dem, was du für sie hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und beim nächsten Gebetsanliegen geht es um Wohnungssuche. Liebe Isolde, lieber Daniel, bitte betet für uns, für meine Tochter und mich, dass wir eine passende Wohnung bekommen. Es ist so schwierig. Wir suchen schon ein Jahr und sind sehr nervös. Gott ist groß. Ja, und das ist er. Und deshalb wollen wir ihn bitten. Jesus, ich danke dir, dass du auch eine Wohnung hast für diese zwei Menschen. Und ich danke dir, dass du einen besonderen Platz für sie hast und dass du da einfach Türen auftust. Und wir haben es schon so oft erlebt, dass du wirklich Wohnungen oder Häuser geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du auch hier eine Tür auftust, dass sie wirklich das finden, was sie suchen und was sie gerne haben möchten. Danke, Jesus. Du kennst auch ihre Vorstellung und ihr Herz. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass sie nicht mehr länger suchen müssen, sondern dass du einen wunderbaren Platz für sie hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schick uns einfach dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Und eine Frau bittet für ihre Freundin um Gebet. Es geht um meine liebe Freundin, 39 Jahre alt. Sie hat 4 Kinder und vor circa 2 Wochen die schreckliche Diagnose Brustkrebs bekommen. Den schlimmsten Brustkrebs, der sich sehr schnell verbreitet. Heute war die erste Chemotherapie und es geht ihr sehr schlecht. Bitte betet mit uns um Heilung, dass sie wieder gesund wird und für ihre Familie da sein kann.
Ihr Mann hat sich erstmal arbeitslos gemeldet, damit er sich um die Familie kümmern kann, dass er später auch wieder einen guten Job bekommt. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, was sind das für, menschlich gesagt, unmögliche Situationen? Aber bei Gott ist alles, alles möglich. Auch so etwas. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du wunderbar auch dieser Frau begegnest in Form von Heilung. Danke, Herr. Herr, dass bei dir alles möglich ist, dass du alles ermöglicht hast mit deinem Sieg am Kreuz. Und Herr, danke, Herr, dass wir Heilung, Herr, in den ganzen Körper hineinsprechen und dass jeglicher Krebs weichen muss in Jesu Namen, egal wie er heißt, egal wie schwierig oder schlimmer es ist. Ich danke dir, Herr, danke, Herr. Durchflute du diese Frau, Herr, mit deinem heilenden Blut. Danke, Herr. Amen. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte für die Heilung meiner Schilddrüsenerkrankung und auch für meine Ängste zu beten. Vielen Dank. Ja, danke, Herr, ganz besonders, Herr, für die Ängste. Danke, Herr, Herr, dass die Ängste nicht lähmen und dass die Ängste nicht irgendwie, Herr, die ganze Psyche kaputt macht. Danke, Herr, dass sie weichen müssen. Herr, dass dieser Geist der Angst weichen muss. Herr, dass auch diese Person Mut hat, es beiseite zu legen und wirklich sich auf das Positive zu freuen, wirklich auf Heilung auch der Schilddrüse zu freuen und schon jetzt Danke sagt für das, was du tust. Und ich danke dir, Herr, bring auch diese Schilddrüse wieder in Normalfunktion. Herr, wir sagen zu dieser Schilddrüse wieder normale Funktion, normale, ja, für das, was sie da ist, normale Werte. Ich danke dir dafür. Ehre sei deinem Namen. Amen. Amen. Gott erhört Gebet und wir freuen uns über jedes Zeugnis, das bei uns eingeht. Und da schreibt uns jemand, ich hatte für eine 81-jährige Bekannte, die seit 7 Wochen im Krankenhaus liegt und nach einer OP nicht wieder wach werden wollte, dafür am letzten Sonntag beten lassen. In der Woche hat ihr Mann sie wieder besucht. Sie war wach und begrüßte ihn. Ihr Mann konnte es nicht fassen. Gott ist groß. Danke für ihr Gebet. Und Gott ist wirklich unbeschreiblich. Und im nächsten Zeugnis geht es über eine Freude, über einen Ausbildungsplatz. Vor einiger Zeit bat ich euch um Gebetsunterstützung, um einen Ausbildungsplatz für meinen Sohn. Diese Woche erhielt er eine Zusage für einen guten Ausbildungsplatz, der genau seinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Wir sind Gott so dankbar für sein Eingreifen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Liebe Grüße und vielen Dank für eure Gebete. Und das tun wir gerne. Das ist doch wunderbar, wenn Gott genau das tut, speziell das, was für uns so richtig gut ist. Manchmal tut er etwas für uns, wo wir nicht verstehen. Und manchmal sagen wir, wow, das ist noch viel besser, wie ich mir es vorgestellt habe. Hast du so etwas erlebt? Sag es uns. Nenn es uns, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet, die ist speziell dafür da, um Gebetserhörungen jeglicher Art für uns zu melden oder ein Filmchen zu schicken, damit wir es wieder weitersagen können. Heute der Tipp des Tages, wir hatten es ja vom Reden. Und ich sagte ja, prüfe dich heute mal, alles was du sagst, ob es wirklich in diesen Bibelvers reinpasst, gut und hilfreich. Und das kannst du wie so ein Filter einschalten im Alltag, wo du dann sagst, oh, das war jetzt nicht gut, oh, das war jetzt nicht hilfreich, das waren mehr Emotionen. Und ich glaube, wenn du das mal prüfend so einen Tag machst, bekommst du einen ganz anderen Eindruck, wie du mit Menschen reden kannst. Und schick uns einfach deine Anliegen, auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Ja, Sonntag ist wieder Livestream um 10 Uhr und wer es noch nicht weiß, alle Predigten von Sonntag sind als MP3 verfügbar auf unserer Webseite kostenlos. Schau mal vorbei, lade es dir runter oder hör es von der Webseite aus an. Es wird dich stärken und dir Kraft schenken. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.